Und nun unsere Hintergrundreportage. Kanadier sind einfach zu nett für Football. Ich hoffe, du machst Karriere. Du bist echt gut. Ach was, nicht so gut wie du. Ich hoffe, du machst Karriere. Was wirst du mit deinem Geld anfangen? Werd versuchen, es gut anzulegen. Das ist sehr schlau von dir. Gut, ich lese mal weiter. Peter, ich war im Park mit Stewie und jemand hat sein Dreirad gestohlen. In der einen Sekunde, in der ich auf mein Handy und nicht auf ihn geguckt habe. Dämlicher Dieb. Das Dreirad hat ein Kennzeichen, das nicht zu ihm passen wird. Hey, stehst du auf weichgespülte Reggae-Musik, die man auch bei einer Hochzeit spielen kann? Spring auf! Ich kann nicht glauben, dass jemand Stewies Dreirad gestohlen hat. In 9 Raten wäre das Ding abbezahlt gewesen. Wie viel verdienst du? Keine Sorge, Lois, ich werde das Dreirad finden. Ich trinke nur noch 4 oder 5 Bier, damit das Zittern aufhört und dann gehe ich raus. Ah, den Burschen habe ich in der Gegend noch nie gesehen. Vielleicht hat er was mit der Sache zu tun. Hey, Junge, weißt du etwas über ein Dreirad, das gerade im Park geklaut wurde? Nein, Sir. Ich sitze schon seit 3 Stunden hier und verkaufe Limonade. Wollen Sie ein eisgekühltes Glas? Sehr gern. Du kannst nicht schon 3 Stunden hier sein. Nicht heute, am heißesten Tag des Jahres. Sonst wären deine Eiswürfel längst geschmolzen. Du hast das Recht zu schweigen. Alles, was du sagst, kann vor Gericht... Peter, wir können ihn nicht verhaften. Die werden eher dich verhaften. Hey, hier ist das Dreirad. Du hattest recht, Peter. Der Junge ist ein Dieb. Wir haben es geschafft. Wow, wir sind echt gut. Ehrlich, wir sind ein tolles Team, Jungs, wie Huey Lewis und die Juden. Das war's, die Band wird aufgelöst. Hier, bitte, Stewie. Du musst nicht am Sitz riechen. Der riecht nach absolut gar nichts. Ach ja, mein Dreirad. Die Phase habe ich überwunden. Jetzt stehe ich voll auf Holzperlen, die man an Drähten langschiebt. Wow. Oh, ja. Yeah. Mann, wenn man das Dreirad von einem Kind findet, fühlt man sich, als könnte man alles schaffen. Ich wünschte, wir könnten unsere Jobs kündigen und den ganzen Tag Kinderverbrechen aufklären. Ich habe gehört, ihr könnt gut Fälle lösen. Ihr kriegt 50 Cent, wenn ihr meine Glücksbaseballkarte findet. Leute, wir sind im Geschäft. Ja! Schönes Ding. Warte, ich habe nicht gesehen, dass du ein Ohrring hast. Wir können nichts für dich tun. Geh nach Hause und sag deiner Mom, sie soll eine Mutter sein und keine Freundin.